Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legends of Dawn. Wir haben das letzte Mal den beiden Suffköppen, den beiden netten Herren neben dem Haus, das nicht geladen hat, zwei leckere Bierchen gebracht. Die waren eigentlich nur ganz nett im Nachhinein, nachdem sie am Anfang ein bisschen rumgepöbelt haben, dass wir so lahm wären. Ja. Wir sind immer noch auf der Suche nach Quests. Ich habe mir überlegt, mal bei Tag zum Gildenhaus zu gehen. Vielleicht ändert es ja was. Sieht nicht so aus. Gut, es gab ja die Möglichkeit, sich die Quests anzeigen zu lassen, die es in der näheren Umgebung gab. So verzweifelt sind wir noch nicht. Noch nicht? Ich schon. Ich bin schon. Hier gibt es doch bestimmt eine. Hi. Merchant. Vielleicht mal gucken, was der so anbietet. Oder die. Okay, nichts Gescheites. Ich habe mir überlegt, wir könnten ja mal ein bisschen die Welt erkunden. Die Welt erkunden? Wir haben ja jetzt diverse Folgen nur quasi um dem Dorf hier verbracht. Ja, stimmt, das Dorf kotzt mich langsam auch an. Da sollten wir mal ein bisschen hier herumlaufen und vielleicht finden wir ja noch eine kleine Überraschung. Eine kleine Überraschung? Ja, hast du da was vorbereitet? Vorbereitet nicht, aber mir was ausgedacht. So klein ist sie dann auch wieder nicht. Die Bäume gefallen mir ziemlich gut. Sind anscheinend Pappeln. Tut mir leid, ich muss nicht spielen. Ich habe ein Auge für die ästhetischen Seiten. Ja. So ein Brunnen, Bombensteg. List, also der Kräuter-Experte. Und mit dem sollten wir ja auch reden. So wie mit dem Priester, falls ihr euch neu erinnert. Und der verkauft uns auch nur Sachen. Verkauft ihr Bier? Nein, Elfenbein, das aber in derselben Flasche serviert wird. Ich denke mal, hier können wir uns für unsere Abenteuer eindecken. Mit Schnaps. Ja, mit Heiltränken. Also Kork. Ja, also die heilende Wirkung des Alkohols. Die ist weltweit bekannt und geschätzt. Aber er hat eine ganz schöne Bude. Er hat nichts, was man mitnehmen könnte. Aber wir könnten uns ein Inventar was freimachen. Das ist richtig. Das Metall heben wir auf. Ja, wir werden auf jeden Fall ein bisschen schmieden, oder? Natürlich, also das sollte man auch in jedem Spiel machen. Vor allem in MMOs. Da ist das immer äußerst praktisch, Berufe zu lernen. Unterschätzen die meisten. Das hast du ja lange Zeit auch unterschätzt. Lange Zeit. Lange Zeit. Ich hab ein das Charakter hab, lang. Ich hab ja ein Charakter. Dann guck mal, wie viele Spielstunden das waren. Viele. Berufe sind das Allerwichtigste. Erstmal hier wieder den. Ach, den können wir auch jetzt schon lesen. Inwiefern hat das uns jetzt Erkenntnisgewinn gebracht? Ja, also wir erfahren ja ein bisschen über die Welt. Das wäre immer ganz nett. Sprich da. Oh, da ist ein Tier! Oh, wurde, oh, zerschmettert! Zerschmettert. Ich, oh, oh. Da würde der Zauber seinem Namen aber gerecht. Du hast gesagt, er würde nicht zerschmettern. Ich habe schon immer an den Zauber geglaubt. Da, oh, noch ein Opfer. Ja, noch ein Mana. Noch. Noch. Ja, ja, ja. Komm, jetzt. Ja. Wow. Hardcore, sage ich. Hardcore. Und Level up. Oh, vergessen zu plündern. Looten und leveln. Wir hätten eine Werbung. Wir können hier unseren Charakter etwas verbessern. Da bin ich gespannt. So, wir haben jetzt die Auswahl zwischen Stärke, Geschicklichkeit, Vitalität, Charisma, Intelligenz. Ja. Ich denke mal, wir steigern die Stärke noch. Die macht mehr Schaden. Ja. Aber das, wir haben jetzt einen Punkt, um uns zu verbessern und einen, um was zu lernen. Nee. Wir haben uns jetzt hier mit einem Punkt verbessert. Lernen haben wir jetzt 9. Ah, okay.
Weapon Skills, was haben wir? Ein Hammer. Ja, wir haben Two-Handed Mace. Ist das ein Mace? Ja. Nein, das ist ein Large Battle Hammer. Okay, ich gebe alles, ich nehme alles zurück, es ist ein Two-Handed Mace. Ja, muss man mal ein bisschen Mace, weiterlesen. Mace ist wahrscheinlich Streitkolben, ne? So ja. Wie ich mir das jetzt mal herleite. Ich denke mal, den werden wir auch in Zukunft weiter verwenden. Ja. Zwei können wir maximal reinmachen. Verringert das nur unsere Danebenschlag-Wahrscheinlichkeit oder macht das dann auch mehr Schaden? Plus 2 Bonuses für Attack Score per Skill Point. Okay. Ja. Das erklärt das. Jetzt siehst du auch die verschiedenen Waffengattungen, die es gibt. Ja. Also als Fernkampfwaffe haben wir hier den Bogen. Keine Armbrust, wie ich das sehe. Oder sie wird einfach als Bogen geführt. Vielleicht ist er der Stab. Könnte ja sein, dass der Magie erfüllt ist, oder? Creature. Jetzt können wir uns natürlich noch spezialisieren auf die Becken Monster. Ja, ich verstehe. Ah, da sind sogar unsere geliebten Arachnoiden. Ja. Oder Arachniden. Ich weiß nicht, Spinnen. Da weiß jeder, was gemeint ist. Ich würde auf jeden Fall aber ein bisschen in Crafting investieren. Ja, und da siehst du auch hier Arachnoid, Animal. Ja, ich. Trotzdem. Ancient Beasts. Ja. So, das hier sind jetzt die Berufe, die wir alle lernen können. Waffenschmied. Und ich glaube, alle werden wir wahrscheinlich nicht lernen können. Weil unsere Skillpunkte sind natürlich begrenzt. Kräuterkunde ist schwul, machen wir nicht. Das ist halt immer so ein bisschen so, ladida, ich pflücke 3 Blumen und brauche was draus. Erstmal brauchen wir Metalworking. Das ist ein echter Beruf. Waffenschmied vielleicht auch? Ich würde eher Armor nehmen. Amore. Nicht, dass wir dann herumlaufen und so Pfeile mit Herzchen dran verschießen. Und Mining? Mining auf jeden Fall. Lumbering. Kälteresistenzen oder Generals. Ja. Was bringt das? Face Regeneration. Das ist natürlich wichtig, da wir ja nicht nur Nahkämpfer sein wollen, sondern auch so ein bisschen zaubern. Das ist richtig. Denn das macht ja auch Spaß, sich die Zauber zu bauen. Jetzt gehen wir das hier mal auf Maximum. Maximum 2 von 12. Ja, was wir im Moment können. Ich weiß ja, was du meinst. Und deswegen hatte ich ja noch nicht alles hochgemacht. Die Frage ist, wollen wir vielleicht noch kochen lernen? Natürlich. Kochen ist immer gut. Jetzt haben wir es gelernt. Ja, jetzt können wir hier. Ich bin begeistert, wir können Lederhelm herstellen. Der ist so gut wie der, den wir haben. Brauchen wir natürlich noch ein paar Zutaten. Ach, tatsächlich. Was gibt's denn hier beim Kochen? Boah. Okay. Haben wir für Spinnenjagen. Ja, das Fleisch, das findet sich ja alles. Aber eigentlich wollte ich euch ja eine kleine Überraschung zeigen. Die Überraschung war noch gar nicht. Nee. Ich dachte, das wäre dieser Aussiedler da. Eine Kiste. Zack. Auch ein Steg. Nee, kein Steg. Neues. Denn hier sind wir bei unseren eigenen Duftenbude angekommen. Hey, einrichtungsmäßig ist das ja auch eher so schlicht. Ja. Aber ein Tisch. Tisch haben wir. Das hier ist ja unser eigenes Haus. Wunderschön gelegen. Ein bisschen größer als das von dem Kräuterkerle. Aber dann sind wir jetzt außerhalb. Weil es unter Menschen nicht schön ist zu wohnen. Man nur als Lärm und Pöbel rum. Ja. Besoffene, die dann vor dir an der Haustür rumlungern. Das muss ich natürlich gestehen, ich habe das ja letztes Mal schon gesehen und so aus. Ja. Deswegen war ich jetzt auch wenig überrascht. Aber man kann einfach ganz viele schöne Sachen kaufen für die Einrichtung. Diesmal wollte ich hier wunderschön zeigen. Wir liegen an dem großen Fluss. Da kann ich zufällig auch weiter gucken. Ja, das ist das Maximum, was wir gucken können. Ja, das reicht, weiter kann ich nicht auch nicht gucken. Gut, Büsche schneiden müssen wir mal wieder.
Was war das? Frosch im Haus. Ich war ein Wolf. Gefährlich. Und wir können natürlich unser Haus auch einrichten. Auf jeden Fall. Und ja. Ja, so wie wir wollen. Aber kostet natürlich alles etwas hier. Das ist echt ziemlicher Cash, der da gebraucht wird. Ja, hier so ein paar. Boah. War Drums. Die brauchen wir. Wir haben ja. Oh. Ja, okay, keine War Drums. Aber vielleicht geht doch mal zurück zu den ganz günstigen Sachen. Oh, Dragon Skull. Ich wollte hier erstmal ein bisschen durchgucken. Boah! Ein Schiff! Man kann ein Schiff kaufen. Also ich sag mal, wir sparen jetzt schon auf das Schiff. Wir werden bis zur nächsten Folge ein bisschen offscreen farmen und das Schiff kaufen. Ja, immer noch nicht unsere Preisklasse. Nee. Oh, jetzt aber. Jetzt so langsam, aber. Aber immer noch nicht. Wie viel haben wir? Ah doch! Eins können wir kaufen! Ja. Welchen Teppich wollen wir? Den Fireplace Carpet. Können wir schön vom Kamin pennen? Wo ist er denn? Ey! Oh nee! Betrug! Okay, ist er. Das ist aber nicht der Fireplace Carpet, das ist der Nebenraum Carpet. Ja, aber der kam dazu. Ja, der liegt hinterm Kamin, das zählt vielleicht auch. Ja, ich glaube, wir haben ja einen Fehler gefunden. Aber. Aber gut, der ist jetzt, sage ich mal, nicht zerstörend. Ja. Ich frage mich, ob man mit dem Schiff auch rumfahren kann. Das wäre ja. Da lag die Kiste, hast du gesehen? Ja, das wäre äußerst cool. Oh, was war da hinten? Wolf. Germana. Ne, das andere da. Links. Also Tor. Zerschmetter die. Bletsch. Der trifft aber ziemlich gut. Ja. Ah, ich weiß nicht, warum. Chance to hit. Ja. Oder war das der eine Angriff, den du vorher ausgeführt hast? Wahrscheinlich schon, ne? Attack. 60. Ja, wir haben keinen 60 Attack, oder? Ich glaube, das war der Zauber. Oh, wir können auch mit. Über Wasser laufen. Geh bitte nochmal ins Wasser. Jesus! Nee, hier ist es nicht so tief. Dann lauf mal zurück. Der läuft auf dem Wasser. Jetzt nicht mehr. Ja, hier ist ich nehme alles zurück, tiefer. Das Wasser war so flach. Ja. Ja, Entschuldigung. Oh. Was ist das? Ein paar Türme. Feuertoren. Die aber irgendjemand aufstellt. Die kennt man natürlich aus Command & Conquer Alarmstufe Rot. Ja. Das war auch ein Spiel. Oh, haben schon fast die ganze Insel hier erkundet. Das Spiel teilt sich auf Inseln auf, oder? Nein, es gibt ja hier diese Kontinente. Oh, da hat jemand das Bedürfnis, zerschmettert zu werden. Kann ja nix. Hm. Vermute mal, da es ja hier nur diesen einen großen Fluss gibt, das ist ja glaube ich nicht mal das Meer, spielt es schon auf, also mehr auf Festland als auf Inseln. Gut, es könnte ja vielleicht auch so eine Auenlandschaft sein, die von dem Fluss doch ziemlich geprägt ist. Also ich vermute mal, wir werden verschiedene Landschaftstypen sehen. Aber Wälder sind so. Ich hoffe auch. Oh. Der braucht's auch. Skittler! Hat ja ein bisschen was von Dead Space. Nur mit den Klauen. Ja, und zerschmettern tun wir sie auch wie in Dead Space. Ja. Auch ohne Plasma-Cutter. Brauchen wir nicht, wir haben einen Hammer. Das Werkzeug der Fantasy-Universen. Oh! Ganz viele. Machst du kaputt? Ja, kein Problem. Wir sind ja schon Level 2. Können nichts finden. Oh. Oh doch, wir sind gestunt, lauf weg. Ah, die machen doch jetzt einfach Schaden. Die sind doch in Kombination mit Wölfen oder anderen Skittler-Typen. Ich glaube, die perfekt hieß, wenn die dann so debuffen und stun. Und jetzt sind wir hier oben. Kann man mit dem Stein irgendwie hinterher hier? Ja.
aber das zeige ich euch schon. Denn hier sind wir bei den Zwergenchroniken. Und das Spiel heißt ja Legends of Dawn und wir versuchen den Dawn wiederherzustellen. Das war eine Maschine, die hat der Welt Frieden und Wohlstand gebracht. Sprich gute Ernten und so weiter. Und wir wollen die wiederherstellen. Und die wurde zerstört und die Teile wurden über das ganze Land verstreut. Und man muss sie wieder finden. Und da haben wir jetzt hier einen kleinen Anhaltspunkt gefunden, wo wir eine Sache vom Dorn wiederfinden können. Das heißt, das ist quasi das übergeordnete Ziel des Spiels. Ja. Und ich denke, mit der Weisheit können wir die Folge auch erstmal beenden. Ja. Bis dahin, ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen der nächsten Folge, denn die habt ihr schon geschaut. Ja. Tschüss.